Hallo liebe Pokémon-Fans, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mich hat die Frage brennend interessiert, wie groß die Pullrate oder wie gut die Pullrate bei Kampfstile ist, in Prozent ausgedrückt. Und weil ich habe halt gehört, die Pullrate soll schlecht sein, aber sie ist nicht schlecht. Sie ist eigentlich genauso wie bei Farbenschock. Und ich habe einfach bei YouTube mir Unboxings angeguckt von mehreren YouTubern und ich habe mir gedacht, 200 Booster sollten reichen. Und von diesen 200 Boostern waren, oder von diesen 200 Rare-Karten, die da drin waren, waren 118 normale Rare-Karten, also Non-Holo, was 59% entspricht. Das heißt, man hat eine Trefferquote von 41%, um einen Hit zu kriegen, wenn man die Holo mitzählt. Von den 200 Karten waren 32 Holo-Karten, also 16%. Dann waren 28 V-Karten, was 14% entspricht. V-Max-Karten waren 13 Stück drin, was 6,5% entspricht. Full-Art-Karten, sowohl Trainer als auch Pokémon, waren 5 drin, was 2,5% entspricht. Und Secret-Rare-Karten, Gold und Rainbow und halt alternative Artworks waren 4 drin, was 2% entspricht. So, jetzt habt ihr ungefähr die... Jetzt habt ihr die exakten Prozentsätze und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es war informativ. Schaltet auch wieder beim zweiten und beim dritten Teil ein, wo ich genauer erläutern werde, ob der Value gegeben ist, sich Packs zu kaufen oder ob es sinniger ist, einzelne Karten zu kaufen. Und im dritten Teil, wie hoch die Varianz ist, um gute Hits zu ziehen oder nicht. Ich würde mich über ein Abo freuen, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim zweiten oder beim dritten Teil. Und jetzt könnt ihr euch noch Despota angucken, diese schöne Karte hier. Ne? Schöner Hit, aber naja, ist ein bisschen unten beschädigt, aber geht wohl, passt. Okay, ciao.